Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen GIFcast of Friends Glitch zeigen. Dieser GIFcast of Friends Glitch ist leider nur für die Next-Gen-Konsolen. Das heißt leider nicht für die PlayStation 4. Ja, ihr braucht auf jeden Fall eine MOC, ein Auto, was ihr nicht mehr benötigt. Ebenso braucht ihr dann Hilfe von einem Freund, selbstverständlich. Euer Freund braucht auch eine MOC und das Auto, was er euch geben will. Begibt euch am besten zum Casino, stellt Spawnpunkt auf letzten Ort ein. Ja, anschließend müsst ihr einfach dann die blauen Jobmarkierungen einstellen auf der Map. Könnt ihr das nicht machen, dann könnt ihr auch selbstverständlich auch über Options online dann auf Jobs und dort einfach irgendein Rennen starten. Wir begeben uns einfach dann zum blauen Kreis, drücken Steuerkreuz nach rechts, um das Rennen zu starten. Dort im Jobmenü brauchen wir nichts umzustellen, ganz normal den Job starten. So ist der Job gestartet. Drücken wir Steuerkreuz nach unten und gehen einmal in den Story-Modus. Sobald wir jetzt den Blackscreen bekommen, einmal die PS-Taste drücken. Suchen wir uns einmal die Aktivität freier Modus raus. Dann werden wir jetzt in eine Online-Lobby geladen. Und wenn ihr jetzt das alte Casino im Online-Modus habt, dann seid ihr auf jeden Fall auch schon verglitscht. Ja, als nächstes einfach nur die MOC bestellen, das Auto anfordern, was wir nicht mehr gebrauchen können. Wenn ihr kein Auto mehr habt, was ihr nicht mehr gebrauchen könnt, einfach einen kostenlosen LG nehmen. Wir laden unseren Freund in die Sitzung ein. Unser Freund holt auch seine MOC, stellt sie direkt daneben. Diesen GIFcast of Friends Glitch könnt ihr auch überall auf der Map machen. Muss jetzt nicht unbedingt hier beim Casino sein. So, wir steigen einmal in unser Auto ein, fahren dann in unsere MOC, Steuerkreuz nach rechts drücken. Wir werden einen kurzen Blackscreen bekommen. Nach einer Zeit werden wir dann wieder vor unserer MOC mit dem Auto spawnen. Wir öffnen das Interaktionsmenü und begehen einmal Selbstmord. Sind wir dann wieder gespawnt, begeben wir uns zu diesem Auto, was wir uns ziehen wollen von unserem Freund. Wir steigen einmal ein, fahren dann mit diesem Auto hinter unsere MOC, einfach zum blauen Kreis. Und ihr werdet sehen, dass wir jetzt nicht reinfahren können, ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes schickt uns unser Freund einmal eine Einladung in seine MOC. Wir werden dann einen Blackscreen bekommen. Ist der Blackscreen weg, werden wir wieder draußen mit dem Auto spawnen. Jetzt nichts machen. Wir warten jetzt einen kleinen Moment, werden dann noch einen schwarzen Blackscreen bekommen. Und wenn jetzt der schwarze Blackscreen vorbei ist, einfach aus dem Auto aussteigen. Nochmal erneut Selbstmord begehen. Und wenn wir jetzt spawnen, werdet ihr sehen, dass wir jetzt schon das Auto von unserem Freund gezogen haben. Ich kann jetzt mal das Auto noch einmal kurz einlagern, dann wieder neu anfordern. Und wenn das Auto jetzt hier vorne spawnt, werdet ihr sehen, dass ich jetzt das Auto von meinem Freund gezogen habe. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.